Hallo, da sind wir wieder. Ah, ich bin guter Dinge, man sieht's. Wir befinden uns nicht mehr unterhalb der Dumm-Dumm-Fabrik. Wir haben, glaube ich, eine Cutscene, eine kurze vergessen gehabt. Nur kurz zur Info, wir sind halt, nachdem wir Keith und Ned gefunden haben, sind wir halt runter, zurück in die Dumm-Dumm-Fabrik, wo halt Lisa, Kyle und Kurt alias Oinkmon waren. Die beiden haben uns geholfen, den Personalpass zu finden, Nick hat ihn im Computer gefunden und nun sind wir wieder hier und wollen an Datamon vorbei, was wir ja schon besiegt haben. Und wenn ich jetzt losgehe, bin ich aber gespannt, ob jemandem was auffällt. Ich habe das Team ein wenig angepasst. Um genau zu sein, im Team sind jetzt Wemon, Renamon und Patamon. Warum ich Patamon drin gelassen habe, fragt mich nicht. Fragt mich einfach nicht. Wahrscheinlich mag ich es einfach zu leiden. Wemon, weil... ich mag Wemon. Und Renamon, weil... ich mag auch Renamon. Ne, es waren halt die ersten Digimon, die mir so in den Sinn gekommen sind, wo ich mir gedacht habe, das könnte eigentlich funktionieren als Team. Und nun sind wir bereit. Achso, ja. Natürlich haben sie auch ihr Ultra-Level. Das heißt, Wemon hat Pedramon und Renamon hat Taumon. Und, was man dazu sagen muss, Wemon ist eine ziemliche kleine Bitch. Eine ziemliche kleine Bitch. Denn er ist nicht in der Lage, durch Level 20 sein Ultra-Level zu erlernen. Um das zu erlernen, muss er sowohl Ex-Wemon beherrschen, als auch Stingmon, also die Digitation muss er beherrschen. Und beide müssen mindestens Level 5 sein. Erst dann kann er auf Level 20, also frühestens Level 20, lernen, zu Pedramon zu digitieren. Und sein Mega-Level ist auch so eine Sache. Fürs Mega-Level muss Pedramon Level 99 sein. Erst dann kann er auf Level 40 sein Mega-Level Imperialdramon lernen. Ja, Wemon ist so ein Sonderfall hier in dem Spiel, aber es ist Wemon. Hat man was anderes erwartet? Läuft meine Uhr. Die Uhr läuft. Okay, dann wollen wir jetzt an Datamon vorbei. Hier kommst du nur mit Personalpass rein. Mitarbeiter von Digimon Online haben sie. Oh, du hast einen Personalpass. Entschuldige bitte. Ich öffne das Tor. Tritt ein. Ah, danke. Hat ja auch lang genug gedauert und genug Stress war es auch. So. Na, natürlich werden wir aufgehalten. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe die Digitation nicht geändert. Wemon kann auch Metallgreymon. Ja, das finde ich ziemlich cool. Aber wir wollen natürlich unsere richtigen Ultra-Level jetzt trainieren. Bei der Gelegenheit will ich auch den Ultimate nochmal zeigen. Und beweisen, dass er Damage fahren kann. Und zwar richtig Damage. Paralyze Shock. Bitte nicht. Du lässt dich treffen? Wirklich? Bewegungsunfähig, bewegungsunfähig, oh Gott. Hast du es bald? Gut. Hier geht's los, Desperado-Raketen! Ja, es ist auf jeden Fall mehr Damage, als uns das letzte Pedramon reingedröhnt hat. Ah, jetzt wärst du ab. Zwei Runden zu früh. Zu früh? Zu spät. Ich weiß gar nicht, ob ein normaler Angriff ausreicht. Versuchen wir's. Wir haben das Multiwappen drin. Batsch! 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 Okay, es hat gereicht. Gut. Kein Level-Up, weil die EP geteilt werden zwischen den Digitationsstufen. Wir wollen das eben beheben und Pedramon auch eben schnell heilen, beziehungsweise Wemon. Einmal so. Der Kampf war jetzt unnötig. So, muss ich auch mal direkt gucken, ob, ob Renamon Taumon drin hat. Hat er. Okay. Hat er, hat sie, hat es. Hast du Magna Angemon drin? So. Und ich habe mit Angewurmon Level 99 erreicht und jetzt haben wir Rosemon drin. Welches technisch gesehen ein Mega-Level ist.
So, ab durchs Tor. Hinein in Asuka City. Ins Admin Center. Kellergeschoss, erste Etage. So, jetzt haben wir hier so etwas wie das Team Rocket Versteck. Wir müssen uns durch alle Gegner durchschnetzeln, weil sie werden uns den Weg wie der hier einfach blockieren. Gib auf! Gegen die Aua gewinnst du nie! Sagte er. Und natürlich hat er einen Rarimon, aber gut, es greift nicht mit Paralyze Shock an. Oh, das war aber ganz netter Damage. Eat it! Ach so, wen es interessiert. Das Problem, was ich hatte, ich weiß bis heute nicht, was es war. Aber ich habe es behoben, indem ich einfach nochmal zwei Spielestände vorher zurückgegangen bin vom normalen Save mit der Memory Card. Und als ich das dann gemacht habe, funktionierte es. Zum Glück hatte ich diesen Save noch. Jetzt kommt der Konter? Echt jetzt? Was haben wir denn da? Ein Cyclone-Mon. Ich weiß nicht, ob es zu den Virustypen gehört. Aber ich möchte noch was anderes zeigen. Beziehungsweise dann kann ich auch erst Magna-Mon reinschicken. Denn jetzt, wo wir Renamon und Patamon im Team haben, diese beiden Ultra-Level, Magna-Angemon und Taumon, haben eine DNA-Digitation. Eine ziemlich coole. Sehr gut. So, Taumon. Und mal gucken, ob jemand was auffällt. Bester Verfassung. Yep, es ist eine DNA-Digitation, die uns volle HP gibt, besiegte Verbündete wiederbelebt und alle Statusveränderungen sofort aufhebt. Ziemlich, ziemlich nice. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Attacke stark ist gegen Cyclonmon. Aus diesem Grund werde ich einfach bei Electrobolt bleiben. Das dürfte auch, glaube ich, nicht ausreichen, obwohl Renamon einen ziemlich hohen Geistwert hat. Oh mein Gott. Twin Missile. Abwehren? Nein? Gut, dann eben nicht. Oh mein Gott, dieser Damage ist nicht von dieser Welt. Versuchen wir es einfach. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Na, das habe ich mir gedacht, dass das keinen Bonusschaden gibt. Okay, das war's, glaube ich, für Renamon. Ja, damit haben wir unser erstes Mal, dass ein Digimon von uns besiegt wird. Okay, das vorhin war scheinbar ein Crit. Oh mein Gott, das ist ja mal hammerhart, was der für ein Damage macht. Das habe ich ja noch nie gesehen hier unten. Ich habe auf einmal das Gefühl, dass wir unterlevelt sind. Das hatte ich auch noch nicht. Während dieses Playthroughs. Das Gefühl, unterlevelt zu sein. Holy fucking shit. Ich glaube, wir sollten... Und er hat sich einfach aufgelöst. Er ist geschmolzen. Er ist geschmolzen durch die Freundschaft, die ich mit meinen Digimon pflege. So, dafür hat Patamon auf jeden Fall seine Existenzberechtigung im Team. Dafür schon. Mal gucken, was wir hier finden. Yeah, eine Powerladung. Sauber, glaube ich. Muss ich gegen euch beide kämpfen oder nur gegen eins? Ist das eine Plattform, die ich bewegen kann? Noch nicht. Gib auf! Gegen die AOA gewinnst du nie! Sagt ihr alle dasselbe? Habt ihr alle dieselben Digimon? Seid ihr echt so langweilig mit euren Teams? Schön.
Das ist weniger schön. Und das war sogar ziemlich dumm. Okay, wir haben es überstanden. Attack! Ich glaube, ich werde Pedramon nicht mehr austauschen für dieses Match. Einfach draufhauen. Mach weg die Scheiße! Oder was Rarimon auch immer darstellen soll. Wahrscheinlich ein lebender, riesiger Müllhaufen. Rarimon ist das Slimog der Digimon-Welt. Attack! Es sieht so brutal aus. Ich habe das Gefühl, mein Digimon wurde gerade durch den Bauch aufgespießt. Mal gucken, wie viel Damage du davon trägst. Oh, das war ziemlich gut. Okay. Mal gucken, wie viel Damage du Pedramon reinhaust. Ich glaube nicht allzu viel. Nein. Wir haben genug Maschinenresistenz. Ich glaube, das Einzige, was Wemon wirklich fehlt, ist Feuer. Was ich nicht nachvollziehen kann. Aber gut. So, Pedramon Level Up. Wunderbar. Wunderbar. Beide sind sogar weg. Interesting. That's not what I wanted to do. Achso, man muss auch dazu sagen, Renamon hat einen HP Proxy in die Hand gedrückt bekommen von mir. Er sollte also eigentlich nicht so viel Damage kassieren. Wahrscheinlich war das auch schon reduzierter Damage. Okay, du stehst da, dann gehen wir erstmal hier hoch und gucken. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Da steht wieder einer rum. Da oben steht auch wieder einer rum. Ich glaube, wir müssen sogar hier lang. Aus diesem Grunde gehen wir erstmal wieder runter. Obwohl ich es nicht so genau weiß. Geh mal auf! Gegen die Awas! Gewinnst du wie? Warum habe ich keinen eigenen Spruch? Sogar Team Rocket konnte sich das leisten. Die haben echt keine Abwechslung. Sie sind wirklich wie Team Rocket. Ihre Teams sind alle identisch. Größtenteils zumindest. Pam, pam, pam. Und pam. Der hat uns angerülpst. Der hat echt keine Manieren. Bam. 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 Wemon geht auch langsam das Mana aus. Ganz langsam. Ich glaube, ich habe ein eine Disc, womit ich Mana und Leben heilen kann, aber ich bin mir da nicht so sicher. Es könnte auf einem Safe gewesen sein, was ich im Nachhinein nicht nochmal gespeichert habe. Okay. Desperado Raketen. Piu, piu, piu. Der lebt noch. Ja, der lebt noch. Die nächste Runde müssen wir wieder schneller sein. Und auch wenn wir keinen Damage jetzt kassiert haben, ich glaube, ich guck mal eben schnell. Haben wir eine Energiediskalt neben... Nope, gut. Es war also doch auf einem Safe-Game, was ich im Nachhinein nicht nochmal gesaved habe. Heißt, ich habe keine Mana-Heil-Items dabei. Das ist ziemlich blöd. Das ist sogar ziemlich, ziemlich blöd. Ah, okay. Ganz gesund bin ich immer noch nicht, aber... Heute ist wirklich ein Tag, wo ich mir gedacht habe, jetzt nimmst du auf. Eine Wiederherstellungsdiskette. Das könnte... genau das sein, was ich brauche, um Wemon wieder mit Mana zu versorgen. Kann ich nicht einfach nicht vorbeigehen? Ja, 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 ich weiß. Ich habe keine Chance gegen euch, wie auch immer. Glaub, was du denkst. Wo ist die Lebendisk? Das war die Wiederherstellungsdisk? Wirklich? Okay, aber die könnte uns vielleicht sogar später nützlich sein. Ah, ich muss leider den Desperado Blaster auf jeden Fall gegen Rarimon benutzen. Aber vielleicht versuche ich es einmal ohne bei Cyclonmon.
kleines bisschen Mana sparen. Wer weiß, wofür ich das später noch brauche. Ich meine, ich weiß es. Und ich glaube, ich habe vor ein paar Parts gesagt, dass wir knapp ein Viertel der Story durch haben. Jetzt, wo ich so nochmal drüber nachdenke. Nee. Immer noch nicht ganz, glaube ich. Da gibt es noch einiges. Wir haben die Story jetzt gerade erstmal angeschnitten, wirklich. So, Cyclonmon. Oder ich versuche mal etwas, was weniger Mana kostet. Metal Attack zum Beispiel. Ich versuche erstmal. Ich gucke erstmal, wie viel Damage ich jetzt normal mit Attacken mache. Bam! 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 Okay. Ich meine, ja, das kann funktionieren. Wie gesagt, ich glaube, wir sind jetzt zweimal dran. Nein, könnte man das durchaus machen. Ja, Tatsache, wir sind zweimal dran. Okay, dann passt es. Dann passt es durchaus. Ich will nur überlegen, ob ich, wie ich das nahe mache, sobald Paydramon ein Level-Up hat. Beziehungsweise Wemon, weil wir haben schon gesehen, was Cyclonmon spätestens mit Renamon macht. Alter. 100? Wirklich? 100? Verschissene? Bett? Für das, was ich bisher getan habe? Wollt ihr mich endgültig? Oh mein Gott! Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich gerade richtig verarscht. Das kostet weniger Mana als Mega Heal. Keine Ahnung, was ich mir vorhin bei Renamon gedacht habe. Zwei Mega Heal, zwei Small Heal hätten auch gereicht. Das hätte weniger Mana gekostet. Gib auf! Ja, halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Warte, ich finde das echt langweilig, dass die keine Variation haben. Ich kannte mich gar nicht. Wahrscheinlich kann ich mich nicht daran erinnern, eben weil es so langweilig war. Wahrscheinlich genau deshalb kann ich mich auch nicht daran erinnern. Oh nein. You won't do that. Hey, Dramon. Wemon, dude. Wemon. Wenigstens etwas, aber hättest du das nicht vorhin machen können? Wemon. Wemon. Hilft alles nichts. Sobald Raremon weg ist, muss ich die Paralyse heilen. Muss ich eine Runde dafür leider opfern, weil man merkt schon, ich komme nicht voran. Ja, erfroren. Ich weiß. Oh Gott. Es reicht's. Wemon. Wemon. Gut. Finde ich gut, was du gemacht hast bisher. So, Cyclonmon. Jetzt muss ich nur noch einmal rankommen. Nach dem Twin Missile. Heilig leiden im Kampf. Gut. Leiden im Kampf heilen. Her damit. Und ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass ich sofort drauf gehe. Daher, eine Superladung können wir raushauen. Ich habe während des Trainings irgendwann mal eine gebraucht, deswegen habe ich keine 50 mehr. So, ich fühle mich schon wesentlich sicherer. Kommt jetzt der Crit? Nein. Hätte mich aber nicht gewundert. Bam. Bam und bam. Lalalala, lol. Das war der Crit. Ich finde sogar ein bisschen schade, dass die AOA-Mitglieder kein eigenes Battle-Team haben. Finde ich sehr, sehr schade. Kein Level-Up? Wir müssen eigentlich genug EP bekommen, dass wir nach jedem Kampf ein Level-Up bekommen.
Aber gut. Daran ist scheinbar nichts zu ändern. So. Man sieht schon, das Mana von Wemon geht zur Neige. Und unsere Zeit ist auch abgelaufen. Deshalb, bevor wir jetzt hier weitergehen, sage ich einfach mal bis zum nächsten Part. Und ich bin sehr froh, dass ich weitermachen kann. Ah, so froh. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bye, bye.